Ja, hi ihr Lieben, euer Shoemaker wieder hier. Ja, es ist wieder Freitag. Ich wünsche euch vorab schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Aber vorher möchte ich natürlich euch noch ein kleines Video mit auf den Weg geben. Ja, ihr seht es hier schon. Eine Chassisplatte. Wow. Warum liegt da eine Chassisplatte? Ja, der Pierre hat mich angeschrieben und mich gefragt, ob ich da nicht mal ein Video zu machen könnte. Aber worüber ein Video machen? Ja, draußen ist zwar noch schweinekalt, minus 8 Grad, minus 10 Grad, keine Ahnung, wie kalt das ist, aber die Indoor-Saison neigt sich so langsam dem Ende zu. Und was passiert dann? Richtig, wir gehen wieder raus zum Fahren. Und was machen wir dann? Wir schrauben alle unsere Alu-Chassis vom Tourenwagen wieder raus und bauen Kohlefaser wieder ein. Ja, und warum liegt denn hier ein Kohlefaser-Chassis? Ich baue jetzt kein Auto um, keine Sorge, nein, nein. Ja, der Pierre hat mich gefragt, er sagt, es wird jetzt seine erste Autosaison, die kommt, ob ich ihm nicht mal zeigen könnte, wie man so ein Chassis versiegelt und warum man so ein Chassis versiegelt. Ja, warum wir das machen? Ich habe jetzt hier gesagt, mein gebrauchtes Osmetics-Chassis liegen aus Kohlefaser. Das ist schon versiegelt, aber für das Video mache ich das gleich quasi nochmal und dann hoffe ich auch in schön. Ja. Warum versiegeln wir ein Kohlefaser-Chassis? Mein Gott. Ja, habe ich hier ein unversiegeltes? Dann könnte ich es euch mal zeigen in der Kamera. Ich gucke mal schnell hier hinter mich in meine Fundkiste. Ja, klar, der Asso hat natürlich ein Alu-Chassis. Da kann ich nicht viel gucken. Aber er hier, er hat ein unversiegeltes Kohlefaser-Chassis. Ich hoffe, man kann es in der Kamera sehen. Ich halte es mal relativ hoch. Na, man sieht es schwer. Egal, was man hier vielleicht erkennen kann, ich hoffe, man erkennt es, das Kohlefaser ist ein ja, Mehrschicht-Gewebematerial. Ihr müsst euch vorstellen, das Kohlefaser, man sieht ja hier, hat ja so eine Webung oder so eine Maserung, Musterung, wie man das auch nennen soll. Das kommt daher, weil unser Kohlefaser ist, wie gesagt, ein gewebtes Material, besteht aus mehreren Lagen und mehreren Harzschichten. Und dann liegt das quasi immer wie so eine Masche übereinander. So müsst ihr euch das vorstellen. Dann gibt es halt, je nachdem, wie viele Schichten wir haben, wird unser Chassis härter. Je nachdem, wie die Webung ist, nenne ich es jetzt mal. Na, 90 Grad, mehr, weniger, etc. Können wir halt ein bisschen unser Flexverhalten und seinen Härtegrad von unserem Kohlefaserchassis beeinflussen. Liegt ganz am Hersteller des Kohlefasers. So. Und weil das gewebt ist, und das Ganze dann quasi einfach nur hier irgendwo geschnitten wird, mitten auf so einer großen Platte, das Chassis, haben wir natürlich, wie beim Baum, könnt ihr euch das vorstellen, mit den Jahresringen so ungefähr, einfach eine Kante, die quasi, ja, natürlich ist, nennen wir es jetzt mal so. Und diese Kanten, die sollten wir versiegeln, weil unser gewebtes Material quasi quasi so dann aufblättern kann. Ne, wie halt eine Mehrschichtplatte, so eine, nicht MDF, sag schnell, so eine Tischlerplatte oder sowas in der Richtung. Ne? Seht ihr auch bei den Holzplatten ganz oft, wobei so Werkbänken und so ein Kram, dass die halt, dann wie gesagt, da auch mehrschichtig miteinander verbunden sind. Und damit das uns nicht, wenn wir irgendwie über den Körb fahren oder irgendwo mal ein bisschen das Chassis aufsetzt und irgendwie quasi das Ganze so aufsplittert oder nach vorne irgendwie aufplatzt, kann ja auch sein, wenn wir mal einen frontalen Crash haben, dass uns das hier, wie gesagt, so wirklich so wie so ein Fächer quasi auseinander geht. Gehen wir hin, schleifen oder brechen kurz unsere Kante vom Chassis und versiegeln das Ganze dann mit Sekundenkleber. So, zum Kante brechen nehme ich, also das macht jeder auch anders. Ich nehme dafür hier so ein Schmirgelpapier, irgendwas zwischen 300 und 400, sowas also nicht ganz grob, nicht ganz fein. Und erstmal lege ich hier mir ein bisschen Zeber hin, weil das doch schon ganz schöne Sauerei ist, diese Kohlefaser-Scheiße. Ne, solltet ihr auch, wenn ihr das macht und da ein bisschen Probleme habt, ist halt Kohlenstaub, den ihr da runter schleift. Am besten, im besten Optimalfall eine Atemschutzmaske aufsetzen oder halt zumindest ein bisschen im gut gelüfteten Raum und nicht unbedingt den Kohlenstaub nachher dann einatmen. Ne? So, mal kurz auf die Uhr geschaut hier. Kurz nach. Oh. Alles klar. So, Freunde. Dann fangen wir an. Also ich mache das einfach so. Ne? Gib mir mal ein Schmirgelpapier.
Einfach in so einer leicht runden Bewegung. Ne? Ich hoffe, man kann so besser sehen. Also ne, so. So, also quasi leicht hier in so einem leichten Radius reinschleifen quasi. Gehe ich einfach der Längs nach hier rüber. Einfach nichts Wildes. So. So, so haben wir jetzt hier unsere Kante gebrochen. Ich mache das mal kurz sauber. Keine Sorge, ich schleife jetzt nicht das ganze Chassis und versiegel das ganze Chassis vor der Kamera für euch. Dann ist das ja wieder mega wupper langweilig. So, hier Product Placement, irgendein Bremsreiniger von irgendeinem Hersteller. So, seht ihr, also was da runterkommt, das ist das Zeug nicht unbedingt einatmen, nicht durch die Nase ziehen oder sonst was. Das haben wir nicht gesund. Deswegen am besten immer eine Atemschutzmaske aufhaben. So, Fingerschwert, nein, geht. Also, ich hoffe, man kann es in der Kamera sehen. Ich gucke mal kurz mit rein, ob man es vernünftig drehen kann, dass man sehen kann. Ich bin ein bisschen dumm gerade. So, also hier haben wir jetzt auf jeden Fall eine abgerundete Kante. Ne, oben und unten habt ihr gesehen, wie die Schleifbewegung war. Und hier ist die Kante halt noch hart und relativ 90 Grad rechtwinklig. Ne? So, jetzt haben wir gesagt, das Ganze hier gebrochen. Und jetzt gehen wir hin und versiegeln das Ganze. So, wie machen wir das mit dem Versiegeln? Auch gar kein Hexenwerk. Wie gesagt, gucken, dass das Ganze schön sauber ist. Macht Sinn. So, dann gehen wir nämlich hin, nehmen uns einen handelsüblichen Sekundenkleber. Und ein Q-Tipp. Hier sage ich euch direkt, aufpassen. Ne? Manche Sekundenkleber vertragen sich nicht mit diversen Q-Tips. Und wenn ihr jetzt das Ganze benutzt, kann es passieren, dass der Q-Tip quasi anfängt zu rauchen. Ne? Also wie so eine Verbrennung. Und müsst ihr euch nicht erschrecken, passiert halt. Ne? Also, ich nehme hier mal kurz mal eine kleine Stütze, dass das Chassis stehen bleibt. Dann mache ich hier so ein bisschen mit drauf auf den Q-Tip. Und dann gehe ich einfach mit dem Q-Tip hier so dran lang. Siehst du, jetzt fängt der Q-Tip an zu rauchen. Auch nicht unbedingt ins Auge kommen lassen oder einatmen diese Dämpfe. Ich weiß nicht, ob man sehen kann in der Kamera. Buh. Na, da hatte ich schon so eine leichte Verletzung mal mit. Das ist nicht gut für die Augen. Also da auch aufpassen. Jetzt kann man es vielleicht in der Kamera sehen, es glänzt schon so ein bisschen. Schwer. Da kommt man es ein bisschen sehen, ja. Also jetzt haben wir schon unsere erste Schicht Sekundenkleber drauf. Jetzt gibt es Leute, die betreiben da quasi einen absoluten, ja, Fetisch mit, will ich schon beinahe sagen. Die gehen jetzt hin, haben das einmal mit Sekundenkleber versiegelt, nehmen sich jetzt noch feineres Schmiegelpapier, schmiegeln da drum herunter und nochmal rund. Nimm dann noch ein bisschen Sekundenkleber, versiegeln es nochmal und, bis das Ganze aussieht wie so eine Klavierlackoberfläche mit einem schönen Radius dran. Müsst ihr selber für euch entscheiden, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Fakt ist, das, was ich jetzt hier gemacht habe, als Beispiel an der Kante hier, reicht vollkommen aus zum Versiegeln. Na, ihr müsst halt aufpassen, dass ihr halt die kompletten Lagen alle einmal erwischt. Ne? Deswegen einmal, wie gesagt, habt ihr ja gesehen. Und mittig fertig. Ne? Das Ganze macht ihr am besten mit allen Kohlefaserteilen an eurem Auto. Ne? An Dämpferbrücken muss es nicht unbedingt sein, aber sieht halt auch gar nicht so schlecht aus. Und vor allen Dingen, wenn man mal ins Auto packt, hinten die Karre da nimmt zum Wegtragen oder so, reißt man sich auch nicht unbedingt direkt die Finger auf am Kohlefaser. So, das war's auch schon. Wie gesagt, kurzes Video heute. Ich hoffe, Pierre, dir konnte ich weiterhelfen, was das Versiegeln von Chassisplatten angeht. Ich hoffe, euch da draußen an sich auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen da. Wenn ihr Bock auf ein weiteres Video habt, dann ne, auch den Daumen da lassen. Und wenn ihr dann neu auf meinem Kanal seid, mein Gott, Entschuldigung, abonniert mich doch bitte. Ich würde mich sehr freuen, denn ich habe es jetzt geschafft. Die 500 sind geknackt.
obwohl ich noch kein Jahr online bin. Vielleicht schaffen wir die 600 in einem Monat bis zum 1.4., als ich dann mein Einjähriges feiern werde. Ja, Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende nochmal und einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Shoemaker ist raus. Ciao mit V.